Hey Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 8:45 am Sonntag und ich werde heute gegen 12 ins Training starten und beziehungsweise 11:15 in die Box fahren und mich dann dort noch ein bisschen warm machen. Mir hängt auch so ein bisschen der Muskelkater von Freitagabend in den Knochen und ich hoffe, dass das dann gleich dann auch weg ist, beziehungsweise irgendwo sich dann auch legt. Ja, ich habe mir das heutige Workout schon mal ausgedruckt und muss jetzt hingehen und mir das halt ein paar Mal durchlesen, da ich halt irgendwo da Probleme mit habe, mich auf diesen Ablauf zu konzentrieren. Versuche ich das mir jetzt irgendwie doch besser einzuprägen, mich mehr aufs Training zu fokussieren. Es war in der Vergangenheit sehr oft so, dass ich das Training zwischendurch dann doch ein bisschen verpeilt habe und irgendwie die Abläufe nicht so ganz drauf hatte und dann öfters von anderen Trainingskollegen während des Workouts daran erinnert werden musste, ja, jetzt kommt das dran, jetzt kommt das dran, und das ist halt nicht so schön. Also eigentlich sollte ich ja schon selber auf dem besten Stand sein, da ich das meistens halt schon ausgedruckt vor mir liegen habe, aber irgendwie komme ich da immer durcheinander. Ja, was muss ich noch machen? Jetzt sind hier die ganzen, also wir haben teilweise Gewichte in Kilogramm angegeben, aber auch teilweise in Pfund. Jetzt zum Beispiel heute kommen Power Cleans dran mit 165 Pfund. Ich habe es mir gerade mal in Google eingegeben, sind dann 75 Kilo. Und Kettlebells mit 32 Kilo sind die schon angegeben. Und dann Dumbbell arbeiten mit 50 Pfund. Ich gebe das mal eben ein. 50 Pfund wären 22,5 Kilo. Ich meine, wir hätten 25er Kurzhantel da, dann werde ich entweder die 25er oder die 20er nehmen. Ich muss mal gucken, wie das für mich läuft, weil es halt 3 mal 20 Wiederholungen bei der einen Geschichte sind und ja, genau, also bei dem anderen sind es halt 3 mal 10. Versuche ich dann doch eher effizient zu sein, wie dass ich mich mit zu schwerem Gewicht, wenn es gar nicht funktioniert, mir einen abbreche. Das ist dann, glaube ich, auch irgendwo am Thema vorbei, wenn ich dann gar nicht erst schaffe, zum Beispiel über 5 Wiederholungen am Stück zu schaffen. Das macht halt dann auch gar keinen Sinn. Ja, dann würde ich dann eher die 20er nehmen. Aber es auf jeden Fall mit 25 Kilo versuchen. Ja, jetzt wie gesagt erstmal zu Ende frühstücken und dann würde ich mich gleich wieder aus der Box melden. Bis gleich. Hey Leute, Workout ist durch und ja, irgendwie, es lief zwar, aber es war anstrengend. Was soll ich sagen? Wie gesagt, wie ich ja gestern in dem letzten Video schon gesagt habe, ich war jetzt eine Woche krank und irgendwie scheint es mir noch so ein bisschen in den Knochen zu stecken. Oder vielleicht denke ich es auch nur. Ja, ich weiß es nicht. Es war heute keine Glanzleistung, aber ich bin fertig geworden und dementsprechend war es dann doch wieder ein guter Tag. Die Kurzhanteln hatte ich mit 15 Kilo gewählt, weil erstmal keine andere Kurzhantel frei war und ich auch irgendwie gemerkt habe, dass mir die 15 Kilo schon irgendwie schwerfallen, über Kopf zu kriegen, und ich scheine noch ein bisschen zu sein von Freitag, und ja, irgendwie war das alles nicht so prall. Aber nichtsdestotrotz, Workout erledigt, also war es wieder ein guter Tag. Ich fahre jetzt nach Hause, gleich ist Family Day, heute gibt es Käsekuchen, also der Tag könnte nicht besser werden. So, ich würde mich die Tage wieder melden und wollte auch dann mal mit euch sprechen, vielleicht über die Punkte, an denen ich arbeiten muss, und ja, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare hauen, wo es bei euch vielleicht noch hapert oder worüber ihr denkt, Probleme in den Open zu kriegen. Ich meine, keiner weiß, was drankommt, aber was sind so eure Knackpunkte, die euch vielleicht ein bisschen aus der Bahn werfen können? Schreibt es mir unten in die Kommentare, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und falls Daumen runter, schreibt es mir auch runter bitte warum. Ja? Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und genießt das schöne Wetter. Ciao.